Cool, nimmt erst diese Stärke. Das wüsste ich auch mal gerne. Das ist was Neues, okay. Ach Mädel, lass mir doch mal eine Chance, Mann. Geil, geil. Ich springe ab, mache einen Doppelsprung und sie schießt ihre Nadel genau so, dass ich getroffen werde. Geil. Absolut geil. Hallo, Spiel. Das übertreibt man nicht. Dein Input Reads. Ja, ist gut, Spiel. Ist gut, Spiel. Wir wissen's. Wir wissen, dass du meine Inputs lesen kannst. Alter Schwede. Muss ich jetzt aber auch dazu sagen, das habe ich jetzt nur geschafft, weil ich mich so schnell heilen konnte, ne? Möchte ich dazu sagen. Dankeschön. Die Emotes mal ein bisschen größer gemacht, aber habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. So stark. Du könntest es schaffen, wenn du den Willen dazu hast. Doch könntest du deinen Nagel im Wissen um seine tragische Entstehung immer noch erheben? Um Wissen? Im Wissen um dich selbst? Könntest du deinen Nagel im Wissen um seine tragische Entstehung meines Nagels? Bleiches Erz habe ich genommen. Dann tu es. Geist von Heilandsnest. Gehe voran. Brenne dir das Zeichen auf deinem Panzer und beanspruche den Königsthron. What?
Abgeworfener Panzer. Das war ein großer König. Den soll ich jetzt platt machen? Betrachten. Markiert durch Brandzeichen des Königs. Highlands Nest wird einen neuen Herrscher anerkennen. Die Tore des Königreichs werden sich öffnen. Game over. Ich bin tot. Ach nee, lebt noch. Wo hat sie mich jetzt eigentlich rausgelassen? Ach, da hinten, okay. Nee, das war falsch. Das wollte ich machen. Genau. Den hier wegnehmen. Der bleibt bei da, dieses komische schwarze Ding ist. Der bleibt, weil der Tor zu ist. Was haben wir sonst noch so? Den Schlüssel hier oben wollten wir ausprobieren. Aber warte mal, jetzt hat er ja gesagt, die Tore werden jetzt geöffnet, ne? Heißt das, ich kann jetzt hier reingehen, weil das Tor offen ist? Weil da war nämlich so ein schwarzer Wirbel. Muss ich mal gucken, ob das jetzt damit gemeint ist, dass die schwarzen Wirbel jetzt sozusagen weg sind. Das waren nämlich so eine Barrieren, die, weiß ich nicht, die hatten irgendwie dieselbe Energie wie meine Seele oder mein Geist. Sich doch komisch lohnt. Aber die lassen mich gerade nicht raus. Mal nachchecken, ja. Wind. Nee, okay, die Tore sind immer noch zu. Alles klar. Hat er mich angelogen, die Sau? Immer noch zu. Das ging auch noch von der anderen Seite auf. Kolosseum der Narren haben wir natürlich auch noch was. Allerdings will ich jetzt erstmal den Schlüssel ausprobieren, ob der funktioniert. Jedes Mal immer irgendwas. Irgendwas trifft mich und hittet mich und irgendwas will mich immer töten, yay. Bin so froh, dass ich Schnellheilung jetzt habe, ey. Wie gesagt, ohne die Schnellheilung wäre der Bosskampf, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Also. Das macht schon echt eine Menge aus, ob du langsam heilen kannst oder schnell.
echt eine Menge aus. Was eigentlich mit diesen anderen Typen? Weißt du, nachdem wir immer irgendwie anhauen konnten? Nicht den. Jetzt habe ich ein paar mehr Fähigkeiten. Mal gucken, ob ich da hinkomme mit ihm. Ja, wo unten nur der Stiez rausgeguckt hat, den kennst du dann auch. Aber da hatte ich noch nicht den Doppelsprung und sowas alles. Der sich immer so gefreut hat, wenn ich seinen Stiez gehauen habe. Ich glaube, der ist hier oben, ne? Ja. Der ist ja auch noch. Den dürfen wir nicht vergessen. Junge! Konnte man nämlich gar nicht hoch, weil wir den Doppelsprung noch nicht hatten. Alles, was jetzt kommt, ist Neuland, glaube ich. Ja, alles, was jetzt ist Neuland. Wie gesagt, der Doppelsprung hat uns gefehlt, um hier hochzukommen. Blume. Jeder will mal gucken, was da los ist. Jawohl, warte mal, wir gucken lieber erstmal hier unten. Ich hab mal das überlegt. Weißt du, wie die gerade ausgesehen haben? Wie diese gelben Viecher, die diese Pest verbreiten. Also es gibt die in Gelb, die alles verseucht. Und es gibt die in Blau, die uns sogar ein Schild geben. Uns stärker machen. Oh. Ist der das oder was? Ey, der muss ja riesig sein. Das Gesicht, Alter, echt jetzt. War doch vorher nur ein Punkt, ey. Badon. Oh, kleines Ding. Du lebst. Achso, du kletterst hoch. Suchst du Wissen über diese Länder? Dieser Escherne. Kann man nicht lesen. Dieser äscherne Ort ist das Grab des Wirren. Er soll gekommen und gestorben sein. Aber was ist schon der Tod für dieses uralte Wesen? Eher eine Verwandlung, würde ich sagen. Stimmt, die Hülle war riesig gewesen. Kann das vielleicht ein Kokon gewesen sein?
Dieses gescheiterte Königreich ist das Produkt jenes Wesens, das durch dieses Ereignis entstanden ist. Ein Schmetterling, was? Warst du es, der mich da gekitzelt hat? Entschuldig. Ruhe ist etwas gestört, aber ich empfinde das Gefühl nicht als unangenehm. Kleines Ding, du. Oh. Du trägst das Zeichen des Wurms. Strebst du Veränderung an oder möchtest du diese Ruine retten? Das ist deine Entscheidung. Es ist immer die kleine Kreatur, die nach dem Größten strebt. Die fallende Asche ist abgestreifte Haut. Der Kadaver des Wurms zerfällt endlos, ruhig, traurig. Mit dem Verschwinden seinesgleichen wird die Welt kleiner. Ich meine, was ist denn das überhaupt für eine Welt? Ich meine, die Welt ist irgendwie schon cool, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Hat die schon was Mystisches, was Fantastisches. Die Welt ist schon geil. Von Hollow Knight. Aber nein, ich bin kein Wurm. Orm. Zu klein bin ich. Zu viele Gliedmaßen. Keine Weitsicht wie diese alten Dinger. Für eine stille Zuflucht kletterte ich hier hinauf, fern von spuckenden Kreaturen. Oh, ja, hoch hinauf, fern von einfachen Geistern im Licht verloren. Ihre Einheit ist von anderer Art, Ablehnung des Versuchs, des Wurms, Ordnung zu schaffen. Ich widerstehe der Verlockung des Lichts. Es mag Einheit bieten, aber führt auch zu einem Geist ohne Gedanken, reduziert auf die Instinkte eines Käfers. Also die haben irgendwann das Licht verbannt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wir scheinen ja irgendwo unterirdisch zu leben. In irgendwelchen Höhlen, unterirdisch. Abgeschieden von Sonnenlicht. Aber wahrscheinlich ist genau das auch der Grund, warum diese komische Seuche sich so verbreiten kann. Du machst dich dann auf dem Weg zur Rast, zieht es mich zurück, obwohl es in diesen Zeiten schwer ist, Schlaf zu bekommen. Oh Mann, ja, ich verstehe schon. Oh, jetzt zeig mir noch mal dieses kleine Gesicht. Oh. War da nicht vorhin ein Punkt gewesen? Der sah doch gar nicht so aus. Habe ich wahrscheinlich was anderes gesehen vorhin. Da war doch ein Punkt gewesen. Naja, egal. Es gibt so viele Sachen manchmal, ne, wo du so denkst, so, war ich da schon gewesen, weil gleich die komplette Karte immer aufgezeichnet wird. Weil ich ein bisschen schade finde. Bei so einem Spiel ist es dann natürlich besonders schwer, wenn gleich der ganze Kartenabschnitt sozusagen auftaucht. Obwohl du die Hälfte davon noch gar nicht bereisen kannst. Deswegen finde ich das eigentlich viel cooler, wenn sie es so gemacht hätten wie hier zum Beispiel. Dass die Karte nicht komplett angezeigt wird, sondern nur so halb dann. So von wegen, ey, da oben ist ja noch was. Da kommst du jetzt noch nicht hin, oder da warst du noch nicht zumindest. Okay, also den Schlüssel habe ich nicht. Den müssten wir jetzt mal testen. Da werden wir jetzt als nächstes hingehen.
Warum ist das hier nicht eingezeichnet? Wo war ich das schon mal? Ist irgendwie nicht akkurat mit der Karte. Naja. Vielleicht hatten sie es ja nachträglich geändert. Ach, hier bin ich jetzt. Betrachten. Eine verschlossene, gepolsterte Tür. Den eingesperrt? Das ist ja neu, ne? Direkt vor uns hier. Ach, hier sind wir. Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Dann war ich da auch noch nicht anscheinend. Na gut. Hä, der hat mir keinen Schaden gemacht. Apropos keinen Schaden. Mienchen, wie sieht es eigentlich mit deinem Wasserstoff aus? Wie weit hast du denn noch gefarmt? Cool, wir haben wieder 1200. Haben wir noch andere Läden, wo wir was einkaufen können? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich weiß nur, dass ich jetzt erstmal... Bis 6000 hast du noch gemacht? Wie lange hast du dafür gebraucht, sag mal? Das hat doch schon eine ganze Weile gedauert, oder? Aber lass mal, wenn sich das lohnt, dann würde ich wahrscheinlich sowas auch machen. Mir dann auch so ein, zwei Stunden an der Backe hängen. 10 Minuten? Für 6000? Dann macht das doch mal eine Stunde. Ismas Hain, da müssen wir auch noch mal hin. Aber zuerst gehen wir zum Seelenheiligtum und gucken, ob wir die Tür aufmachen können. Falls wir die Tür nicht aufmachen können, dann gehen wir zum Ismas Hain noch mal zurück. Weil ich glaube nämlich, da konnte ich unten am Wasser noch lang. Aber langsam geben mir schon wieder die Optionen aus. So langsam. $6000 reicht erstmal. Was musst du denn ausgeben für deine Flotte? Damit die einigermaßen funktionabel ist. Statt der Tränen. War das Lagerräume? Hey, ja. Tonnen Treibstoff kosten 200 die Wasserstoff. Okay, wenn du sagst, 6000 reicht. Wie viel musst du denn mal so wegschicken am Tag? Oder wie viel verbrauchst du in der Woche? Weiß ja nicht, nach was du gehst.
Weiß ich nicht. Ach, hast du nur so pro forma erstmal gemacht, ohne zu wissen die genauen Werte oder was? Ich dachte, du weißt das. Das Lexikon. Einmal nach. So. Ist so ein bisschen wie bei Monster World, sagst du, ja. Wo ich hier diese Safari losschicken kann. Und je nachdem, wie viel ich auch ausgebe, ist dann meine Ausbeute, ne? Wie ich mitgekriegt habe. Kommt denn jetzt die Mucke? Aber hier muss ich schon mal gewesen sein. Was? Ja lol, jetzt habe ich hier gerade einen Shortcut freigeschaltet oder was? Willst du mich verarschen? So. Wollen wir mal gucken. Ah, eine verzierte Tür aus funkendem Metall. Eleganten Schlüssel benutzen. Den habe ich schon eine Weile, den Schlüssel, ne? Genau wie manche andere Sachen, die ich schon eine Weile habe. Oh, Hallöchen. Scheint ein bisschen Appetit zu haben. Ist okay. Kleiner Mini-Boss. Kann auch mal sein. Eine Gestalt, die mit einem Gerät verbunden ist. Näher betrachten. Ja. Schattenseele, kurz B. Um einen starken Geist zu entfesseln. Dieser Zauber braucht die gleiche Menge an Seelen, ist aber mächtiger. Geil.
habe auch gehört, dass die Zauber sehr stark sein sollen bei Hollow Knight. Davon hatte ich aber bisher nicht so wirklich viel mitbekommen. Cool. Oh, jetzt haben wir einen stärkeren Zauberminchen. So, dann kann der jetzt erstmal weg wieder. Dann haben wir das auch erledigt. Da drüben ist noch was Rotes. Station der Königin. Nee, warte mal da. Tiefennest und so. Uiuiui, da haben wir auch noch richtig viel. Wenn das dann stimmt. Ah, hier genau, Mentisdorf, guck mal. Da hat mir auch der Doppelsprung gefehlt. Die Dinger sind alle zu. Aber wir gehen jetzt erstmal runter zu Ismas Hain. Und gucken erstmal da, bevor ich hier noch tausend andere Sachen mache. Nice. Sehr schön. Karte aktualisiert, wurde auch sehr schön. Ja, dann erstmal einfach nur nach unten, ne? Genau. Was so eine cool wäre, wenn ich irgendwann mal so eine Rüstung kriege oder sowas. Und wegen kriegst du noch die Hälfte an Damage oder so. Das wäre auch noch cool. Trete mir die Beine, komme gleich wieder. Wenn du etwas hast, das du unbedingt loswerden musst, findest du mich am Brunnenplatz. Brunnenplatz? Du sag mal, Minchen, weißt du noch, zufälligerweise, ob der Schmied mir gesagt hat, was ich als nächstes brauche? Oder war es das? Oder hat er gesagt, ich soll nochmal irgendwas bringen? Hab sie mich leider vergessen. Wieso nicht mehr, okay. War das nochmal so dreimal bleiches Erz und dann macht er mir nochmal was stärker? Oder war da irgendwas anderes gewesen? Oder hat er gesagt, es besser geht's nicht mehr? Weiß ich gar nicht. Oder hat mir nur die Kohle gefehlt? Bleiches Erz haben wir nix. Ne, Kohle hat mir nicht gefehlt. Ne, ne, ach ne, der hat ja auch die, ne, diese Spirale wieder reingemacht. Dass der Nagel so aussah wie am Anfang. Nur nicht so abgenutzt. Hier fehlen mir auch noch ein paar Baumnageldinger. 26 fehlen mir noch. Mit 700 soll ich nämlich auch wieder zur Wahrsagerin gehen, oder wie die heißt. Oh, was machst du denn hier draußen beim strömenden Regen? Beeindruckender Brunnen findest du nicht? Ich bin sicher, wir könnten ihn beide besser wertschätzen, wenn wir dabei nicht durchnässt werden würden. Der Retter da oben muss sehr wichtig gewesen sein. Auf der Plakette hier steht etwas von seinem Opfer. Klingt ominös.
Wahrscheinlich hat der Ritter ein schreckliches Schicksal erlitten, auch wenn es so klingt, als hätte er dabei sein Ziel erreicht. In all den Relikten, die ich gesammelt habe, habe ich noch immer keinen Hinweis darauf gefunden, was das war. Ich werde bald zum Laden zurückgehen. Wenn ich zu lange hier bleibe, werde ich noch in die Wasserwege weggeschwemmt. Komm mich besuchen, wenn du willst. Wenn du Relikte hast, meine ich. Für dir ein Schwätzchen bin ich nicht zu haben. Denkmal für den Hollow Knight. In dem schwarzen Gewölbe hoch oben. Durch sein Opfer bleibt Heilands Nest ewig bestehen. Aber was denn für ein Opfer? Was hat er gemacht? Ich meine, wir sehen den Hollow Knight genau in der Mitte. Und wir sehen die drei Träumer. Einer mit den vier Augen und die anderen Augen sehen wir nicht, weil die halt zu ihm gucken. Aber es sind die drei Träumer, die wir aufwecken müssen. Und einen haben wir ja schon aufgeweckt, fehlen noch zwei. Genau 1600 habe ich jetzt. Ah, Ronjo Stenja. Na, da bist du ja wieder. Ah, drei Stücke bleiches Erz. Drei Stücke. Waren hier gleich drei, weißt du? So. Wo müssen wir als nächstes hin? Ismas Hain wollte ich gucken, ob da im Wasser drinne, ob ich da was verpasst habe. Ein Versteck. Wasserwege. So, kurz ausruhen. Karten lesen und jetzt muss ich ganz nach rechts. Okay. Die Viecher. Die Plantons. Für mich sehen die aus wie Plankton. Zumindest ist das, was ich sehe.
ist genau falsch. Ich muss nach unten. Der Nagel ist zu langsam. Kurz warten. So, jetzt gehen wir jetzt ins Wasser, ne? Zumindest hier schon mal. Hier mal gucken. Sieht aber nicht so aus, wenn hier irgendwas wäre. Das sieht doch hier so aus, wie ich hier lang könnte, oder? Ja. Jetzt sind wir schon mal im Hain drin. Ja. So, hier habe ich die Ability bekommen. Und hier geht es noch weiter, oder? Habe ich doch richtig gesehen. Oh, okay, okay. Okay. Und hier geht's noch höher mit dem Doppelsprung. Dass das nur, falls man von dort aus kommt und man hat schon einen Doppelsprung. Nee, aber dann ist es ja so, als wenn man von oben gekommen wäre. Hier kommt man auch noch hoch mit dem Doppelsprung. Nur wer seine Ehre im Kampf unter Beweis stellt, darf in diesen Hain eintreten. Der Verteidiger. Ja, das haben wir ja gemacht. Was waren hier nochmal drin? Ach, die Frau. Referu? Oh, kann es sein? Ihr seid endlich zurück? Nein, nein. Oh, Verzeihung, für einen Moment dachte ich, du wärst jemand anderes. Du scheinst fast königlich. Einfältig, ich weiß, es ist klar, dass du nicht von hoher Herkunft bist. So wie du zerlumpt und voller Dreck herumläufst. Oh, shut up. Ist das Leben nicht wundervoll? Oh, God.
Oh ne, ich habe ihr geholfen, da irgendwie so ein paar Typen für sie platt zu machen. Und so wird das gedankt, ja. Ab zum Mentesdorf, würde ich sagen. Andere Anhaltspunkte habe ich gerade nicht. Ist es nicht besser, wenn ich da nochmal runtergehe? Ja, ne? Andere Anhaltspunkte habe ich gerade nicht. Unser Freund ist immer noch da. Ha, diese Träne, du warst in ihrem Hain. Ich hätte geschworen, sie zu besuchen, aber meine Pflichten, mein Eid. Oh, es tut mir leid. Beachte mich nicht, ich bin ein Narr. Wenn ich nicht aufpasse, versinke ich in den alten Erinnerungen und tauche nie wieder auf. Sie kann andere sehr gut einschätzen. Wenn sie dir also ihren Segen gegeben hat, musst du wahrlich besonders sein. Ich bin deiner Anwesenheit nicht würdig. Geh ins mächtige Krieger von Heilands Nest. Du bist deine Ehre bewiesen. Was? Du hast deine Ehre bewiesen. Viel Glück auf deinem weiteren Weg. Ja. Da zeigt er mir an, nach unten, aber erstmal muss ich nach oben. Das ist alles dumm, ne? Alles scheiße. Jo, bis gleich, Mädchen. Wo muss ich denn jetzt hin? Whites Becken oder? Ne, weiter nach links. Okay. Was? Zu langsam.
ja aber auch überall sein Papier liegen lässt, ne? Und dass er überhaupt noch Papier hat, ey. Dem man irgendwas machen kann. Das ist ein Speedrun, weil der Char immer so rusht. Nee, ist kein Speedrun, aber ist ja auch nicht so, dass wir nicht hier schon tausendmal gewesen sind, ne? Okay, da unten ist eine. Was war das? Ein Haus. Sah aus wie ein Haus. Ah. Also diese Viecher, warum sind die jetzt hier? Ich gehe gerade von der falschen Seite, ne? Kann das sein? Ich gehe gerade alle Optionen gerade ab, die wir noch vielleicht machen könnten. Aber wir haben ja jetzt den Doppelsprung gekriegt und andere Sachen. Wie diesen Schnellflug und sowas. Und da gehe ich gerade immer so ein paar Wege ab, die wir vorher halt jetzt nicht gehen konnten. Und gucke jetzt einfach nur. Ich gucke jetzt einfach nur, ob wir da jetzt lang können oder nicht. Und ich habe jetzt da auch ein paar schon gefunden gehabt, da wo wir jetzt nicht lang können, tatsächlich. Die habe ich jetzt auch erstmal so gelassen. Die habe ich ja sonst immer so markiert. Die sind auch weiterhin noch markiert, also. Na shit. Muss ich da überhaupt lang? Ne, hier muss ich doch nur lang, weil ich den Doppelsprung nicht hatte, richtig? Genau. Hier muss ich doch nur lang, weil ich den Doppelsprung nicht hatte. Genau, hier hat man nämlich einen Baum geholt. Essenz bekommen von ihm, sehr schön. Wir sehen uns nur noch 25. Und dann haben wir 700. Und dann kriegen wir wahrscheinlich noch mal was mit 1000 oder so was. Könnte ich mir vorstellen.